Das heißt, ich habe jetzt das die Vergangenheits-Zukunftsachse, die ausgedachte Transversalachse, wobei die Bilder immer bloß hier und jetzt sind. Und jetzt drehen wir nochmal und jetzt machen wir die Z-Achse, nennen wir das. Okay? Die Tiefenachse. Das ist ja die erste Drehung, die zweite Drehung, die es eigentlich nicht gibt. Und das merke ich, wenn ich jetzt das dritte Drehung drehe, ich das nicht mehr, weil sonst würde ich aus der Achse wieder eine Y-Achse machen. Sondern ich erhebe mich jetzt und dann sehe ich, dass die Z-Achse, die Tiefenachse, eigentlich nur da ist. Dann fällt es in dem Punkt zusammen. Hast du es jetzt gecheckt? Oh. Ich nenne das immer LDDMK. Lange Leitung, dünner Draht mit Knoten. Schlimmer kann es nicht kommen. Oder L hoch 3, lautig lange Leitung. Und dünn und Knoten. Gibt immer noch eine Steiferung. Es gibt eine Mondfinsternis heute Nacht. Heute? Ja. Ich glaube, heute ist Vollmond. Ne? Mhm. Gestern war er fast. Und dann 20.30 Uhr soll der Höhepunkt sein von der Mondfinsternis. Hast du geschaut? Auf SWR hat er es eben auf dem Handy gehabt. Ich könnte doch anschauen. Ist doch ehrlich, ja, ist Voraussetzung. Ja. 20.30 Uhr, ich bin noch da. Komm auf die Bühne. Ja, so gut, wenn man da runtergeht. Ja. Wenn man weiß, wo es liegt, ja. Lange Leitung, dünner Draht, aber das ist halt mit den Boxen und dem CD-Player. Zum Beispiel. Aber kein Knoten. Ja, genau, ohne Knoten, ja. Also mittlerweile ist das. Alles sehr easy, aber das ist alles, das bringt dich in dann das Zeug, diese Theorie. Die kann den Geist befriedigen, die Neugier befriedigen, wird aber dein Leben, dieses reine Wissen, wird dein klassisches, dein Alltagsleben nicht verbessern, wenn du dich scheiße fühlst. Es lenkt dich bloß ab. Dass du zuerst einmal in eine Ruhe kommen musst und in die Ruhe kommst du durch diesen Doppelschritt, dass du einfach zum Beobachter von dir selbst wirst und die Fähigkeit kriegst, dein Wertesystem wertfrei zu beobachten und das nicht zu kritisieren. Und dann wirst du merken, ich sag dir immer, ich habe viel Spaß mit dir. Du müsst ihn nur mal singen, wenn der die Bildzeitung liest, wie der ausrastet. Also es ist ein Spiel. Innerlich total ruhig, ist mir alles vollkommen klar. Ich lebe das auch, wenn ich allein bin, bis in die letzte Konsequenz, dass ein fetzen Papier da ist und dann schaue ich, was ich mache und wie das Udo-Programm reagiert. Und jetzt, weil ich mir einen Spaß draus mache, steige mir dann, mache ich nur richtig den blöden normalen Bildzeitungsleser und steige mir absichtlich nur rein. Du wirst nämlich merken, dass jetzt immer wieder eine gespiegelte Homöopathie oder Allopathie, wenn du spielst, das wenn zum Beispiel einer nervös ist und der wibbelt so mit dem Fuß, ne? Das ist ein Mechanismus. Und jetzt sagt er mir, hör auf zum Wibbeln. Dann hört er auf zum Wibbeln. 10 Sekunden später. Und dann fängt er wieder an. Wenn du sobald er was macht, ist es sehr unbewusst im Mechanismus. Und dann sag wieder, hör auf zum Wibbeln. Und dann bemühst du dich. Du bemühst dich, ich darf nicht wibbeln. Und dann ist irgendwie ein Gespräch und dann fängst du wieder an. Und jetzt, wie du das loskriegst, du spiegelst das. Du hörst nicht auf zu wibbeln, sondern du verstärkst das Wibbeln so an, du kannst. Du machst so an, du kannst. Du wirst feststellen, dass dir plötzlich der Fuß mit. Es ist ruhig. Und wenn du weiterredest, ist es kein Wunder mehr. Das ist jetzt wie die Homöopathie bloß gespiegelt bei solchen Sachen. Das heißt, was ich gemerkt habe, wenn ich mich jetzt aufrege, weil man mich nur das macht, dann schütte ich nur, ich rege mich absichtlich künstlich nochmal für mich innerlich noch auf im Angesicht dieser ganzen Scheiße. Kann es doch schlimmer kommen und die Bildzeitung beweist mir jeden Tag, wenn die Frau mir eine mit, das macht die hundertprozentig bloß, um mich zu quälen. Ich weiß nicht, wie oft ich meiner Frau schon verboten habe, dass sie mir eine Bildzeitung mitbringt. Die hört einfach nicht auf mich. Die hat offensichtlich Spaß daraus, wenn ich blau anlaufe, wenn ich das Ding lesen tue. Aber du kannst auch nicht die Finger fallen lassen, ne? Da ist dann die Neugier. Die Bildzeitung ist mein persönliches Facebook. Das ist so der Wahnsinn, wenn du es einmal wirklich wertfrei durchschaust. Das Schema ist so unendlich primitiv, dass es zum Himmel schreit. Ich meine jetzt nicht nur die Zeitung selber. Schon die Tatsache, wenn ich sage, Deutschland ist das Land der Dichter und Denker, und ich kritisiere wohlgemerkt nicht. Ich tue einfach nur beschreiben. Und du schaust dir mal die Bildzeitung als Ding an sich an und je nachdem, die normale Wochenausgabe, es ist, wenn man jetzt das Fußball wegmacht, das ist ja die Hälfte des Fußballs. Und jetzt machst du die Werbung raus.
Die größte Tageszeitung der Welt bringt es dann im Schnitt also so auf 7 bis 8 Seiten, wenn es hochkommt. Manchmal bloß 5 Seiten. Und was jetzt das Thema war, ich habe, wenn der Holger zum Beispiel da ist, wenn ich die Bildzeitung habe, vorige Woche waren von den 6 Ausgaben, waren doch bis Samstag, waren in 3 Ausgaben eine ganze Seite von diesen 5 Seiten oder was da noch überbleiben, eine ganze Seite und dann nochmal eine halbe Seite. Was war das Thema? Ist der Holger da? Habe ich schon ganz vergessen, was war das für ein unheimlich wichtiges Thema? Hier ist er nicht. Fällt mir jetzt nicht ein, habe ich schon wieder vergessen, das merken Sie nicht wirklich. Ich kann jetzt sagen, was jetzt spontan einfällt. Du hast zum Beispiel bei einer Ausgabe eine Woche lang von diesen 6 Ausgaben sind in 5 Ausgaben fast eine ganze Seite drin, weil Jenny Elvers wieder einen Alkoholrückfall gehabt hat. Das ist das, was die Nation, die größte Tageszeitung der Welt, das kannst du doch nicht für fein nehmen, oder? Oder Pedro Lombardi, irgendein Dini mehr oder weniger, der Schilder wird geschieden. Als wenn das ist, was die Welt bewegt. Musst du auf der Zunge zergehen lassen. Ich sage jetzt, wenn es ein Boulevardblatt wäre, aber das ist ja die größte Tageszeitung Deutschlands. Und du musst einmal in das Krankenhaus gehen und morgens, wenn die aufstehen, unten an dem Kiosk, wo es die Zeitschriften gibt. Ist die Bild schon da? Ist die Bild schon da? Ist eine Droge. Und das ist die Meinung. Die machen das sehr, sehr geschickt. Das ist dermaßen geschickt, manipulativ. Aber wie gesagt, da schaust du einfach und da kriegst du es mit. Und du kannst nur schauen, wo du selber resonierst. Ich bringe das jetzt ein wenig ironisch, aber da hast du genau deine eigenen Schatten. Die können um andere Sachen, das Prinzip im Hintergrund ist immer das gleiche. Egal welches Programm du laufen hast. Es kann die gegenteilige Meinung sein, aber es spielt keine Rolle. Es geht ums Prinzip. Ob du jetzt rechter Hetzer bist oder linker Hetzer bist. Diese fadenscheinige Begründung, irgendwas zu verbieten, das ist ja jetzt, was jetzt gemacht wird, ist ja nicht eine Zensur, sondern ein Faktencheck, dass bloß noch das veröffentlicht, was auf Fakten aufbaut. Die Frage ist, wenn ich nicht weiß, was Fakten sind, sondern einfach Fakten wild definiert bestimme, dass ich mich auch gegen alternative Fakten, weil es die angeblich nicht gibt, selbstverständlich gibt es alternative Fakten. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache und ich behaupte, dass er den Henkel links. Es gibt aber ein alternatives Faktum, das du unmittelbar danach überprüfen kannst, dass der auch rechts ist. Das ist ein anderer Blickwinkel. Und wenn du jetzt das Wort Blickwinkel oder These höher fasst, das ist einfach eine andere Logik. Logik erzeugt Bilder, Logik erzeugt Vorstellungen, wenn du ein Computer bist. Dein Programm erzeugt in Verbindung mit der Logik und den Daten, die du zum Denken benutzt, Vorstellungen. Darum sind ja die Daten, die T auf hebräisiert, hast du eine geöffnete Erscheinung, DT, blau gelesen, als Wort gelesen heißt DT, Glaube. Einfach nur Glaube. Einfach nur der Glaube. Und das N am Hinten ist dann Besitzanzeigen des Führers in Bezug auf Frauen, das heißt ihr Glaube. Der Glaube der Weiber. Und das Weib ist die Symbolik deiner Logik. Ich weiß, scharfes S hin ist gleich B. Heißt, ich weib. Klingt jetzt immer sehr wohl, wenn man das oft genug hört und dann erkennt man den Gesamtkontext von Holofeeling, dass das nicht einfach so wild zusammengewürfelt ist, sondern dass das wirklich extrem tiefgehend sich dann ausbreitet über alle Sprachen, über physikalische Formeln, über alle Religionen, über die heiligen Schriften, dass dieses System in all diesen Sachen zur Anwendung kommt. Das ist sogar arithmetisch überprüfbar. Aber da ist keiner dort, den das interessiert. Wen sollte denn das interessieren, an Gedanken von dir? Du kannst jetzt natürlich welche ausdenken, die das interessiert. Aber dann hast du nur den Eindruck, dass die das interessiert. Dich muss das interessieren. Das ist nur für den, der sich das ausdenkt und niemals für einen Gedanken. Punkt. Kann man nicht oft genug hören, Hubert. Das macht's aus. Der Muster kann überzeugen. Ich sage, hast du den Eindruck gehabt, dass ich irgendwas überzeugen will? Sag mal was. Ich habe festgestellt, ich habe meine Webseite nicht am Anbauen. Und ich gehe da vorher laufen. Ja, das ist doch okay. Das ist auch Programmieren und so, das interessiert mich. Ja. Aber du weißt ja, ich kann da, ich sage mal noch nicht. Es kommt wohl noch. Ja, aber im Moment, wenn ich es angucke, dann. Du lernst, wenn du was mit einem Inbrunst machst, weil es dich interessiert. Es ist vollkommen egal, ob du eine Webseite lernst zu programmieren oder besser zu machen oder du zerbrichst den Kopf, wie man eine Bank ausraubt. Ja. Du lernst was.
Du machst ja Erfahrungen. Genau. In der jeweiligen Rolle, es ist vollkommen gleich. Das ist für mich mehr Freiheit. Weil es Wertesystem weg ist, gibt es auch kein Gut und kein Böse mehr, weil das gibt es sowieso. Ja. Das ist das Erste, was du mit Holofeeling lernst, dass die Guten eigentlich die Bösen sind und die Bösen die Guten sind. Wer jetzt gut und böse ist, ist wie mit richtig und verkehrt. Setze für das Wort richtig die Guten und für das Wort verkehrt die Bösen. Und dann werde ich dir beweisen, dass alles, was verkehrt ist, auch richtig ist. Du musst bloß die Position verändern. Das ist die Wertfreiheit, die Neutralität. Dann wirst du heilig. Nur auf diesen einen Weg. Es gibt keinen anderen Weg in die Heiligkeit. Mhm. Heiligkeit ist nicht gesund sein. Das ist eben gerade die Verbindung der Widersprüche, das macht die Heiligkeit aus. Etwas Allumfassendes, immer Gleichbleibendes, sich nie Veränderndes, das ist die Heiligkeit. Darum sage ich, das kann, was heilig ist, kann nicht existieren. Weil was Existierendes, was Vergängliches ist, was ewig Existierendes, würde ja schon wieder erfordern, dass irgendwas ewig da ist. Und blau geschrieben, eine geöffnete Schöpfung ist. Es gibt keine Wellen, die ewig da sind. Das sind halt vergängliche Erscheinungen, weil du in dem einen, im Einheitskreis sind sie ewig. So wie die Bilder von der DVD, die Datei selber, ewig ist. Und da muss man natürlich verstanden haben, mit dieser Trinität, dieses nicht denkbare, rotgeschriebene, das blaugeschriebene, was existieren kann, und das, was eigentlich keins von beiden ist, ein Programm. Oder Daten. Das ist wichtig. Daten sind nicht ewig, ein Programm ist nicht ewig. Dann wäre es rot. Es ist aber auch nichts Blaues, was du in irgendeiner Form wahrnehmen kannst. Das ist wie Licht. Du kannst Licht nicht wahrnehmen. Der größte Trugschluss überhaupt in der Physik, das ist wie in der Medizin, wenn der Arzt, ich wiederhole nochmal, wenn der von einem Menschen spricht, hat der nur einen Körper im Kopf. Weil der offensichtlich nicht weiß, was der Mensch ist. Der Mensch ist kein spezieller Körper. Vom Säugling bis zum Greis, eine ganze Lebensgeschichte. Und nicht nur dieser Körper vom Säugling bis zum Greis, sondern seine ganze Lebensgeschichte, weil das Programm ja seine Traumwelt aufbaut. Wird jetzt schon wieder zu weit führen. Mir wird schon reichen, wenn Sie den Unterschied zwischen einem Menschen und einem Körper begreifen würden. Aber wenn ich jetzt auch Licht, zeig mir Licht. Laserstrahl, du siehst nicht das Licht, bin ich so oft drauf eingegangen. Das sind die Oberflächlichkeiten, die du nachbleibst, weil du nie selber die eigenen Gedanken machst. Das, was Leute von sich raussappern, die erklären dann höchstens, wer oder der oder das entdeckt hat oder wer das gemacht hat. Und wenn dann mal den weiterforscht, dass ich sage, wie kann man das eigentlich entdecken? Mein Wasserstoff, Sauerstoff, Helium, Luft-Gas-Gemisch, vollkommen unsichtbar, geruchlos, ungiftig, geschmackslos. Das ist ein Nichts, ein absolutes Nichts, das kann man nicht entdecken, das sind logische Konstrukte. Sollte man eigentlich einsehen, wenn man ein bisschen selber denkt. Aber da ist halt das Ego bloß, es will dich in dem Glauben halten. Das bist auch du. Und das größte Druckmittel dafür ist die Angst. Einfach nur die Angst. Die Angst vor irgendwas. Magst du was trinken? Nö, danke. Mhm. Obwohl, nö. Nö. Halt's nur dein Wasser? Wir halten jetzt, ja. Schön, nö. Ich bringe dir mal ein Wasser. Ein Schluck Wasser. Ich würde sagen, die DVD ist ewig, ne? Das ist jetzt, was ich meine. Nee, pass auf, nochmal, das Programm selber ist ein Komplex. Ich sag mal ganz einfach, ein Programm selber ist irgendein Komplex, eine Anweisung, wie irgendwas an Daten hin und her jongliert wird. Das Programm ist aber nicht die DVD, das ist ja nur das Gefäß. Die Bündchen und Strich sind ja auch kein Programm. Selbst wenn du jetzt kryptisch die ersten Programmzeilen hinschreibst, das sind ja nicht die Bündchen und Strichchen oder die Schalter oder was du dir auch immer denkst an Bits mit 1 und 0. Das, was du denken kannst, ist kein Programm. Das Programm ist ein Chat. Das ist ein Regelkomplex, nenne ich es mal so. Aber das Wort Regelkomplex ist nicht der Regelkomplex. Die Bündchen und Strichchen sind nicht der Regelkomplex. Die DVD ist nicht der Regelkomplex. Das ist, wie ich immer sage, es kann gewusst werden, was ein Programm ist, es kann aber nicht blau dargestellt werden. Es kann bewusst werden, was Geist ist. Mhm. Also, sobald wir von Geist sprechen oder von Gott sprechen, dann ist der Gott, den du dir jetzt denkst, schon eine Vorstellung. Gott kann keine Vorstellung sein. Es ist der, der das vor sich hinstellt und anschaut. Der ist der, der immer ist und Wellen aufwirft, die er vor sich hinstellt und anschaut oder über sich aufbaut.
oder wie du das immer auch definierst. Dieses Opfer ist das Korban. Der schreibt sich Kofreshbet. Das ist eine auf ihn berechnete Polarität. Und das ist das Annähern und so weiter und so fort. Das ist Kareb, heißt Schlacht, eine Schlacht. Okay, eine Schlacht für einen Kampf. Das ist ein Kampf zwischen oben und unten, könnte ich in einem gewissen Maß sagen. Und wenn du dann ein N hindrangst, ist der Korban, das ist das Opfer. Und das ist immer wieder in einem gewissen Maß, wenn du irgendwie eine Schlacht führst. Du wirst immer in die einseitig. Es wird einer gewinnen, der aber dann wieder irgendeine Evolution, Revolution, was ich gesagt habe, in einem ständigen Wechsel ist. Und jetzt merke ich, dass ich schwach war, weil ich habe jetzt nur das Gefühl gehabt, wo ich euch das erkläre, dass ich irgendein Rodix vertausche. Hast du schon vorher gesagt, ja. Ja, habe ich gesagt davor, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich habe euch das trotzdem erzählt. Ja. Aber es ist mir dann gekommen, weil ich habe gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Und das, da merke ich, dass ich jetzt alt war. Dass ich sage, ich werde zwar nicht vergesslich, das ist alles da, aber mir wird es so mühselig, in die Chats reinzugehen. Jetzt für mich, ich merke das ja als Udo, ich beobachte mich ja genauso. Ich mache beim Udo das als Geist, was ich als Heiko, als Hubert oder wer auch immer jetzt zu sein glaubst, was du mit dir selber machen solltest. Und dann wirst du aber in gewissen Alter ganz, ganz bewusst merken, dass du vergesslich wirst, was du mit einem Lächeln quittierst, weil Bewusstsein ist nicht irgendein Wissen. Bewusstsein verlierst du nicht, das kann man nicht verlieren, weil das etwas nicht Denkbares ist. Und wenn dir bewusst wird, dass dich das, was du ein Leben lang deine Traumwelt aufgebaut hast, dass sich das auflöst, dann kommt was Neues. Das macht dir dann überhaupt keine Angst mehr. Schlimm ist, wenn du das, was du jetzt hast, los haben willst, weil dann bleibst du ein blindes Arschloch. Oder wenn du es nicht hergeben willst. Oder wenn du es nicht hergeben willst, bist du sowieso ein doppeltes blindes Arschloch. Und wenn du das einfach beobachtest und du merkst es, dass sich das peu à peu immer mehr auflöst, und das ist das Schöne auch, wo ich sage, du merkst, dass du vergesslich warst, ohne was zu vergessen. Ich habe euch das so oft erklärt. Es sind nur noch die Chats da. Es wird mühselig, alles in Einzelteilen, was ich jetzt gemacht habe, zu erklären. Das ist dann komplett installiert, dass das gar keine Mühe mehr macht, das erklären zu müssen, wie wenn wir jetzt sprechen oder du liest was und du sagst, du müsstest jetzt wieder von null auf ein Kind erklären, wie man liest und schreibt. Wie mühselig das ist, bis der Kleine das begriffen hat. Was meinst du, wie mühselig ist das, ist geistig zu erklären, wie sie funktionieren? Ja, jetzt fahren wir dann langsam. Wir können auch schnell fahren. Wir haben Holger dabei. Kann ich meine aufnehmen? Ah! War der Rennen raus, oder? Erstmal Holger Rennen. Das sieht der Kalander, Holger. Das ist 220er Maschine, mehr weiß ich nicht. Das ist ein 2 Liter Turbo. 2 Liter Turbo, ja. Danke. Ich weiß nur 300 PS. Ich weiß, was du dein Name. Okay. Ist nicht so viel. Okay. Du mal rausschneiden hier oben den Scheiß, wo ich da gebaut habe. Wobei die Erklärung richtig war, von den Zeichen war die Erklärung richtig, bloß ich habe das Korban mit dem Mekabra verwechselt. Ja. Mit dem Mekabra. Ich wusste, ich habe aber Gefühl gehabt, da stimmt was nicht. Gleich, darum habe ich noch gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Und da war ich auch schon so schön im Redefluss, dass ich mir gedacht habe, jetzt tust du nicht länger überlegen, das erklärst du einfach so. Ja, mei. Ich fand es trotzdem interessant. Das habe ich jetzt einmal die Demo, dass ich die Schuld auf mich genommen habe. Als der sich in Udo ausdenkt. Schieben wir uns die Schuld gegenseitig. Aber wie gesagt, das Zeug, es ist irgendwie Handwechsel, es macht dein Leben, wenn du jetzt ein problematisches Leben führst, macht es in keinster Weise besser. Wie kriegst du Ruhe in das System und da wirst du feststellen, durch demütiges Einverstanden sein. Egal was du, wenn du eine Putzfrau bist, sei einfach eine Putzfrau. Du kannst eine glückliche Putzfrau sein. Sag das bitte zum Dom, wenn du den Dom wieder siehst. Ja. Ne? Ja. Du kannst auch eine glückliche Putzfrau sein. Alter Spruch von Udo, ob du jetzt eine Milliardärsgattin bist, in einer Villa, in Zeitkissen, hineinholst und dir die Tränen mit einem Kaschmir-Pullover abwischst oder ob du in einer Mietwohnung lebst, Bettwäsche
Wäsche von der CNA mit einem Baumwoll-T-Shirt, die die Tränen abwischt. Beide finden sich gleich beschissen. Das heißt, das Beschissen sich, findet nichts damit zu tun, ob du der Erste oder der Zweite bist. Da liegt die Ursache wo ganz woanders. Und du wirst feststellen, dass dann gerade hier jetzt das erste Beispiel mit den Kaschmir-Pullover, dass das meistens eine verlogene Gesellschaft ist. Das sind eigentlich nur lächelnde Masken. Doch wie es da drinnen aussieht, ist immer mit Spitzenstraße oder alles, was ich dir sage. Das sind so diese heile Welt, die du über den Gazetten siehst, wenn es die jetzt geben sollte. Das sind durch und durch kaputte Sinn. Das ist, dass das du überhaupt bewunderst, mein Michael Jackson, meine Whitney Houston, diese Götter, die müssen alle bezahlen. Die natürlich, die wir uns ausdenken, nicht, weil das ja nur Märchenfiguren sind, sondern die Geister, die diese Rollen in ihren Raum stellen. Das wird ja letztendlich du selbst. Die Rollen, da wächst du dann irgendwann nochmal raus. Und dann wirst du feststellen, in der Einfachheit liegt die Schönheit. Nicht im Aufgeblasenen. Das ist so irre, weil ich jetzt gesagt habe, den Rückfall, wo ich gekriegt habe vorige Woche, weil ich lese 2019 High-End-Messe, hat mich ja ewig jetzt nochmal interessiert. Das ist noch viel schlimmer, wie es zu meiner Zeit war. Robby, das ist so katastrophal schlecht, dass du selbst über die Laptop-Lautsprecher, wenn die hingehen und in die Vorführräume das Laufen auf, normal mit der Kamera aufnehmen, die online, wenn die laufen, du hörst diese eklatanten Verfärbungen der Handlautsprecher über die kleinen Laptop. Von meinem Laptop höre ich diese Verfärbung. Du weißt, wenn ich immer sage, ich höre einen kleinen Monofernseher, wenn der Film läuft, vorne in ein Kino reingehen und der Film läuft schon, höre ich den typischen Kinoklang über Monolautsprecher, weil das ist ein ganz eigenartiger Sound, dieser Kinoklang in den großen Raum. Und da hörst du den typischen Klang von diesen angeblichen, absolut echten High-End-Anlagen, hörst du die Verfärbung über die Laptop-Lautsprecher. Kann man trainieren, kann er dir zeigen. Also äußerst übel, aber optisch imposant. Es sind Geräte für die Schiss. Darum habe ich gesagt, wenn er ein Autofan ist, ein richtiger Autofan, der braucht, dass er mit dem Auto fahren kann, muss er an die Tankstelle, muss er einen Sprit tanken. Okay? Bei sogenannten High-Endern ist es so, wenn die ihre geilen Anlagen anhören wollen, müssen sie sich Platten kaufen. Aber denen geht es überhaupt nicht um die Musik selber. Das ist wie wenn ein Autofan ist und er aus Spaß herumfährt, weil er gern rast. Denen geht es nicht um das Fahren, sondern um dieses Erlebnis. Und die geilen sich nur in ihre Anlagen auf. Das ist so. An der Technik, und das ist mit echt, hat es nichts. Das war zu meiner Zeit so schlimm vor 25 Jahren. Und das ist noch viel, viel schlimmer geworden. Wirklich ganz, ganz schlimm. Keine Verbesserung. Rückschritt, wie mit allen, wie dem Geist selber. Es ist verdummt. Mit dem Kommen der Computer ist die Menschheit verdummt. Sie hat sich quantitätsmäßig in der Menge des Wissens aufgeblasen, wie die Speicherkapazität ihrer Chips, die sie sich ausdenken. Aber sie sind komplett geistlos geworden, immer geistloser. Die Politiker immer offensichtlich. Auch vor allem voran die ganze Elite der Welt. Kannst du auch nicht eindringen. Ist überhaupt nicht mein Thema, ist nicht mein Klientel, mein Gedanken interessieren mich ja nicht. Mich interessiert bloß der, der sich die ausdenkt. Jetzt mach dich einmal Gedanken, wer du selbst bist. Danke für das Selbstgespräch. Guten Abend. Danke, danke. Tschüss, ihr. Tschüss. Ich hab's dir auch angesehen, wie verwirrt du warst. Ja, die Radixen vertauscht. Da muss ich dann sehen. Ich glaube, da weiß ich, dass er. Danke, Mario, dass er das auch passt. Ach so, mach ich. Aber das war mein. Und? Alles super. Alles super.